möchten sie die Riesenschlangen als Haustier, die Familie Gomez aus Tann, namentlich die 12-jährige Samira, die Mutter Sandra und der Vater Jose besitzen sie. Seit 12 Jahren wohnt das Tier schon bei ihnen im Keller. Wenn die Familie ihr 45 Kilo schweren Haustier in die Stube aufnehmen will, ist das Ganze kein einfaches Unterfangen. Sneaky snake goes dancing, giggling and a kissing. I don't like old sneaky snake, he laughs too much, you see. When he goes wiggling through the grass, it tickles his underneath. Berührungsängste haben sichtlich nicht, das obwohl es schon zu einem Zwischenfall gekommen ist. Mein Mann ist schon mal gebissen worden, ja, aber da kann er dann vielleicht noch selber erzählen. Ja, wo sie noch einiges kleiner war, mit 3 Metern, hatte ich, wo ich Fieber hatte, im Terry etwas noch machen. Und sie haben eine Ablage in einer Höhe, die nur meinen Kopf gesehen und durch das Fieber hat der geleuchtet. Und da sie mit der Wärmebildkamera eigentlich schaut, hat sie mich mit Beute schnell verwechselt. Aber das war nur ein kleiner Biss, eigentlich, wo der Schlag eigentlich viel extremer war als der Biss. Und auch für die Jüngste ist der Python schon etwas ganz Normales. Trotzdem sieht sie für sich keine Zukunft mit Schlangen. Eher nicht, weil ja, also es sind jetzt schon viele und ich habe sie jetzt etwa gesehen. Bei der Familie Gomez wohnen, sage und schreibe, 61 Schlangen, die alle umsorgt werden müssen. Das gibt 6 bis 7 Stunden Arbeit pro Woche. Es gibt sicher Zeiten, wo man sich denkt, wieso tut man sich das an? Man könnte jetzt nach dem Feierabend schön aufs Sofa hocken, aber nein, unten sollte man misten, da putzen und füttern. Aber der grösste Teil des Jahres macht man es gern. Aber bei aller Faszination für diese Tiere, Aufgabe ist so ein Tigerpython doch besser in seinem Terrarium. When he goes wiggling through the grass, it tickles his under.